Am Wort ist Michael Schilchecker von der FPÖ aus Oberösterreich. Von der Volkspartei und von den Grünen. Sie tragen mit Ihrer Regierungsmehrheit eine sehr hohe und wertvolle politische Verantwortung. Ich appelliere daher wirklich, seien Sie ehrlich, bleiben Sie transparent. Sagen Sie der Bevölkerung, was Sie tun und warum. Verkünden Sie nicht nur stündlich neue Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie, sondern erklären Sie auch, wie Sie mit diesem Gesetzespaket und mit womöglich weiteren Paketen Sie die Entschädigungsfrage regeln wollen, die für unsere Betriebe so wesentlich ist, die für Insolvenz oder Fortbestand unserer Unternehmen entscheidend sein kann. Auf Basis des Epidemiegesetzes war es ja bereits heute möglich, Betriebsschließungen und sonstige Maßnahmen infolge der aktuellen Krise anzuordnen. Zum Ausgleich für diesen Eingriff in das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit wird den Betroffenen auf Basis des Epidemiegesetzes auch ein Rechtsanspruch auf Entschädigung gewährt. Das ist klar und eindeutig. Man hat da irgendwo einmal gehört, das Epidemiegesetz wäre ja gar nicht mehr zeitgemäß. Und das ist natürlich ein Unsinn. In Wahrheit wurde auch dieses Gesetz immer wieder novelliert in den letzten Jahren, Jahrzehnten und könnte natürlich auch mit einer einfachen Gesetzesnovelle angepasst werden. Das von Ihnen vorgelegte Gesetzespaket beabsichtigt etwas anderes. Sie wollen ja die flächendeckenden Betriebsschließungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht basierend auf dem Epidemiegesetz verordnen, sondern gestützt auf ein brandneues Gesetz, in dem nicht nur geringere Entschädigungsansprüche für die Betriebe, sondern gar keine Entschädigungsansprüche vorgesehen sind. Das muss man sich einmal auf die Zunge zergehen lassen. Alle Betriebsschließungen, alle Ausgangssperren, die basierend auf diesem neuen Gesetz nun verfügt werden sollen, bleiben zunächst einmal entschädigungslos. Sie umgehen also mit diesem Gesetzespaket das Epidemiegesetz und nehmen damit den betroffenen Unternehmen und Betrieben einen bestehenden Rechtsanspruch auf Entschädigung weg. In einem weiteren Schritt ersetzen Sie nun den Entschädigungsanspruch durch die bloße Möglichkeit, intransparente Förderungen und Überbrückungshilfen zu beantragen, die noch dazu der Höhe nach begrenzt sind. Sie verweisen ja gerne und sprechen ja sehr gerne über dieses 4 Milliarden Förderpaket. Die genauen Kriterien für diese Förderungen werden nicht offengelegt. Sie sagen nicht, welche Unternehmen davon in welcher Höhe profitieren sollen und welche gar nicht. Sie schweigen einfach darüber. Ebenso schweigen Sie darüber, dass Sie diese Entschädigungsansprüche, die ja seit Jahrzehnten schon nach dem Epidemiegesetz vorgesehen sind, in gerade dieser schwierigen Ausnahmesituation für die Betroffenen abschneiden. Das ist ja alles zulässig, das kann man ja sagen. Man kann ja den Bürgern erklären, man kann den Unternehmen und Betroffenen auch erklären, meine Damen und Herren, die Bundesfinanzen wären überfordert, wenn jeder Einnahmenentfall in voller Höhe durch den Staat zu entschädigen wäre. Das wäre mal eine ehrliche Informationspolitik, die sich die österreichischen Bürger und Unternehmen auch verdient haben. In den Medien findet man dazu nichts. Man hört darüber nichts, man liest darüber nichts. Ja, nicht einmal in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zu diesem Gesetzespaket findet sich darüber etwas. Ich zitiere nun aus einem ganz aktuellen, brandaktuellen Interview mit der Frau Bundesministerin Schramböck aus dem Standard. Ganz aktuell. Gefragt wurde hier unter anderem zur staatlichen Entschädigungspflicht für den Verdienstentgang, der durch diese behördlichen Schließungen entsteht. Die Frage war, ist diese Kompensation in den 4 Milliarden Euro enthalten, die als Unterstützung für die betroffenen Unternehmer kommuniziert wurde? Die Antwort der Frau Bundesministerin Schramböck, ich zitiere wiederum wörtlich, das Epidemiegesetz wird diesbezüglich nicht geändert. Wir haben ein davon unabhängiges Gesetz vorgelegt. Dieses neue Hilfspaket hat einen Umfang von 4 Milliarden Euro. Zitat Ende. Sie tun also so, als würden diese 4 Milliarden Euro neben das Epidemiegesetz treten, dass die Unternehmen und Betriebe also besser gestellt würden, als es nach der geltenden Rechtslage der Fall wäre. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Keine Rede davon, dass Sie den Entschädigungsanspruch nach dem Epidemiegesetz in Wahrheit abschneiden, meine Damen und Herren. Das, meine Damen und Herren, wäre die zentrale Information gewesen. Ihre Informationspolitik, was die Entschädigungsfrage betrifft, ist zurzeit das Gegenteil von ehrlicher, transparenter und vollständiger Information. Was haben eigentlich in dieser Zeit die Freiheitlichen getan? Kann die Opposition hier nur kritisieren? Nein, wir haben Ihre Regierungsvorlage gestern Nachmittag erhalten, gelesen, analysiert und die Auswirkungen geprüft. Wir haben heute auch im Nationalrat einen Abänderungsantrag dazu eingebracht, der neben vielen anderen Verbesserungen für Unternehmer natürlich auch die sinngemäße Anwendung des Epidemiegesetzes in der Entschädigungsfrage vorgesehen hätte. All das ist aus unserer Sicht nämlich ein Gebot der Fairness gegenüber den betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmern. Die türkis-grüne Regierungsmehrheit hat unseren Abänderungsantrag natürlich wie erwartet abgelehnt. Es steht daher heute im Bundesrat das Gesetzespaket in der Form zur Abstimmung, wie Sie das wollen, meine Damen und Herren, auch von der Bundesregierung, von der ÖVP und von den Grünen. Sie tragen aber nun auch die Verantwortung für die Folgen, die sich daraus ergeben, meine Damen und Herren. Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Verantwortung um und bleiben Sie ehrlich. Applaus
Die Regierung müsse mit ihrer Verantwortung sorgfältig umgehen, so Michael Schilchecker von den Freiheitlichen aus Oberösterreich.